Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber auch heute bin ich nicht allein. Zu Gast ist heute Gunnar und wir möchten gemeinsam über ein Thema sprechen, was nicht allzu täglich ist, aber trotzdem ganz, ganz wichtig, nämlich Deeskalation und Anti-Aggression. Was Gunnar uns dazu als Experte zu sagen hat und Ratschläge geben kann, das erzählt er uns jetzt. Gunnar, erste und allerwichtigste Frage immer, wie geht's dir? Ja, sehr gut, danke schön. Ist dein erster Podcast heute? Das ist mein allererster, ja. Dein allererster. Ich bin gespannt. Deeskalation, Anti-Aggression. Wie kommt man auf das Thema? Also ich selber betreibe ja nun schon seit 25 Jahren Kampfsport. Mhm. Mit im Bereich Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und da kommt natürlich auch das Thema Gewalt. Mhm. Über die Jahre, durch das Training, die Erfahrung mit den Kindern, hat ein gewisses Thema dann nachher. Wie entsteht Gewalt? Warum entsteht Gewalt? Was kann man gegen Gewalt tun? Ja, das sind natürlich auch viele Fragen immer von den Eltern, die dann mit so einem kommen und sagen, Mensch, mein Kind hat die und die Probleme. Ja. So, und über die Gespräche heraus und Nachfragen der Eltern merkt man ja so, nur alleine der Bereich Kampfkunst, Kampfsport bietet mehr. Mhm. Und über weitere Schulungen habe ich mich dann auch ein bisschen im Bereich in dem Anti-Aggressions- und Deeskalationstraining geschult, meine Prüfung gemacht und kann das jetzt im Training mit einbieten, einfließen lassen und separat halt eben anbieten. Also da aber die Nachfrage in Schulen, in Firmen ist halt eben im Moment recht groß. Okay. Bedeutet, die Aggressionsbereitschaft hat aus deiner Sicht in den letzten Jahren zugenommen? Ob die zugenommen hat, das kann man gar nicht so sagen. Also ich sage mal so, Hauerei, Schubsereien auf den Schulhöfen zwischen Jugendlichen, Kindern oder Jungs, gab es schon immer. Es wird heute nur anders wahrgenommen. Mhm. Natürlich hat die Gewalt auch zugenommen. Früher hatten wir immer noch so diese Sache, Mann gegen Mann sozusagen. Heute ist die Gewalt doch schon recht groß aus der Gruppe heraus. Mhm. Also es hat sich ein bisschen geändert. Es sind immer viele Jugendliche unterwegs und durch Alkohol, Drogen, alles, was es heute so gibt, ist da die Gewaltbereitschaft schon etwas höher als vor ein paar Jahren. Ist jede Schulhofaufsicht automatisch Deeskalationstrainer oder was kann ich mir unter Deeskalationstrainer vorstellen? Wie sieht deine Arbeit da aus? Na, erstmal versuchen wir die Kinder oder sagen wir so, die sich dafür interessieren, dahin zu gehen, zu schulen. Wie positioniere ich mich selber? Mhm. Wie trete ich als Mensch auf? Also runtergelassene Schultern, Blick immer nach unten. Ja, wie wirke ich auf andere? Mhm. Damit kann ich schon ganz viel nach außen strahlen. Ja, ein Mensch, der aufrecht geht, ein Lächeln im Gesicht hat, ich rede jetzt nicht von Brust rein, Bauch raus, nicht? Einfach nur aufrecht geht und nach vorne schaut und lächelt, wirkt auf die Mitmenschen ganz anders. Als einer, der immer nach unten schaut, ein bisschen die Schultern zusammen, sieht immer ängstlich aus. Mhm. Ja, dann Stresssituationen versuchen im Vorfeld wahrzunehmen. Mhm. Also, wie kommt einer auf mich zu? Mit was für einer Körpersprache? Mhm. Wie schaut er mich an? Ein bisschen auf mein Bauchgefühl hören, mein Magen oder mein Bauch spricht mit mir sozusagen. Ja, wenn ich so ein Unwohlsein habe, sollte ich vielleicht meinen Bauch einfach drauf hören. Und wenn es geht, die Straßenseite wechseln oder irgendwo, wenn ich das zu Hause noch einfach mal ins Geschäft reingehen, um mich einfach danach wieder ein bisschen sicher zu fühlen. Mhm. Ja, das sind schon die ersten Anfänge. Und wenn ich das ein bisschen, das ist aber schwer. Mhm. Das muss man oft auch erst gesagt bekommen. Viele machen das intuitiv, aber die meisten Menschen wischen das einfach so ein bisschen weg und ach, ist in Ordnung. Mhm. Ja, und wenn ich das eventuell schon ein bisschen beherzigt habe oder auch gelernt habe oder auch mal ein paar Mal durchgespielt habe, kann die nächsten Situationen eventuell gar nicht erst eintreten. Also einfach so ein Stück weit vorausschauen. Genau, also ist es mir wichtig, gerade wenn ich jetzt, ist es abends wieder ein bisschen früher dunkel, wie gehe ich durch die Stadt, wie gehe ich durch die Straßen? Ja, auch
Bewusstsein, wo parke ich mein Auto? Mhm. Einfach irgendwo auf dem wilden Parkplatz irgendwo oder vielleicht doch da, wo es ein bisschen beleuchteter ist. Welche Möglichkeiten bieten manche Parkhäuser? Mhm. Ja, die haben ja manchmal speziell Frauenparkplätze. Sollte man auch nutzen. Mhm. Ja. Das Handy ist nicht nur zum Telefonieren da oder zum Datteln. Nur in der Tasche, wenn ich, bringt es auch nichts. Sollte man dann einfach auch eventuell schon griffbereit haben. Mhm. Ja. Schlüsselbunde oder sonstiges. Es ist einfach nur zur eigenen Sicherheit. Man fühlt sich einfach dann schon ein bisschen wohler. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich dann sehe, Mensch, der Typ da vorne oder die zwei, die kommen mir irgendwie nicht so geheuer vor, fühle mich ein bisschen unwohl. Wie gesagt, dann habe ich ja schon die ersten Warnungen. Mhm. Und da kann ich dann schon drauf reagieren. Deeskalation und Antiaggression, sind das zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe? Ja, also Deeskalation ist ja dieses in dem Vorab schon. Ja. Ja. Wie trete ich auf? Kommunikation. Wenn ich in eine Situation reinkomme, ja, mit dem anderen auch sprechen. Mhm. Das ist das, was da schon schwer fällt. Ja, wenn ich jetzt mich irgendeiner anspricht, wo ich dann so feststelle, als Frau und auch Männer. Jetzt sinkt das eigene Selbstvertrauen. Mhm. Verschlägt es auf die Stimme. Ich bin unfähig, überhaupt noch irgendwie zu schreien. Mhm. Ja, früher hat man gesagt, mit Feuerschreien hilft oder so. Wichtig ist überhaupt, dass ich meine Stimme einsetzen kann. Das ist die mächtigste Waffe, die wir haben. Das wissen die wenigsten. Ja. Ja. Und dann halt eben versuchen, mit den anderen irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Und zwar so, dass ich auch wahrgenommen werde. Ja. Da fing schon die Eskalation ein bisschen an. Das ist schwierig. Ja, das ist, merkt man so im Training, wenn man auch mal zu Frauen sagt oder zu Männern, schreit doch mal. Das muss man ein paar Mal üben, bis die dann es geschafft haben, wirklich mal zu schreien. Ja. Und wenn du denen dann noch so gewisse Worte im Mund legst, sagst du, schrei doch mal das und das. Oder sag es einfach mal ganz kräftig und ganz laut. Und du schaust den anderen dabei auch an. Ja. Nicht anstarren, nur anschauen. Und mit einer selbstbewussten Körpersprache. Mhm. Das ist schon schwierig. Mhm. Was wären so bestimmte Worte, die man wählen könnte, um jemand klar zu machen, bis hierhin und nicht weiter? Ja, wichtig ist auch schon mal, dass man da ein bisschen die Hände nach oben nimmt, ja, dass man dadurch den zeigt, so ein bisschen hierhin, weiter nicht. Also meine Hände sprechen schon zu ihm, meine Armhaltung. Und dann halt ihm sagen, was wollen Sie? Lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte das nicht. Mhm. Ja, lassen Sie das. Das alleine wirkt, wenn ich das laut genug sage, draußen auf der Straße, wirkt das auf andere dann natürlich. Und dennoch ein bisschen das Wort Sie dazu, ja, das signalisiert dann immer, wir kennen uns nicht. Mhm. Ja, und das ist, was viele immer machen, was willst du? Ey, lass mich in Ruhe. Mhm. Das wirkt natürlich ganz anders. Lassen Sie das, hören Sie auf, ich will das nicht. Mhm. Da habe ich schon die ersten Schritte in der Deeskalation gemacht. Mhm. Ja. Deeskalationstraining hat natürlich auch dann eher ein bisschen was mit Selbstverteidigung zu tun, bis dann rein in die reine Selbstverteidigung dann nachher, wenn es sein muss. Mhm. Ja. Das Anti-Aggressionstraining ist dann auch nochmal im Bereich Security, Polizei, in Behörden, die alle auch viel mit Menschengruppen zu tun haben, in welchem Bereich, wo es halt eben auch mal eskalieren kann. Ja, irgendein Bescheid, ja, also den man bekommen hat. Wir arbeiten relativ viel mit Jobcenter, Agentur für Arbeit zusammen und da entstehen tatsächlich solche Probleme. Ne? Mhm. Also das muss man leider so sagen, dass die Leute, obwohl sie vielleicht gar nicht derjenige sind, der es bearbeitet hat, aber sie sind jetzt der Angriffspunkt in dem Moment. Wieso? Oder auch im Callcenter, wie viele werden verbal angegriffen, obwohl sie letzten Endes ja auch bloß ihren Job machen. Sie sind in dem Moment das Ventil oder für die anderen, wo sie ihren Dampf ablassen, weil sie entweder das nicht verstehen, was da jetzt im Briefkasten lag. Mhm. Ja. Und dann kann das halt eben da schon mal im Büro, wo es dann gerade stattfindet, auch schon mal eskalieren. Mhm. Ja, der andere wird extrem laut, fängt eventuell an zu drohen, dann sind sie vielleicht auch noch zu zweit drin. Ja, das ist das Bedrohungspotenzial, wenn dann beide sich also ein bisschen aufbauen, noch ein bisschen größer. Mhm. Und da kann das auch schon mal, wenn die Mitarbeiterin oder die Sachbearbeiterin
nicht gelernt hat, darauf einzugehen, diese Situation irgendwie wieder runterzuholen, zu beruhigen. Mhm. Ja, den versucht, den Gegenüber so auf ihre Seite so ein bisschen zu holen, eine Kommunikation stattfinden zu lassen, kann das halt eben schon eskalieren. Ja, und Druck erzeugt halt immer Gegendruck, genau, und das ja. ist das Problem. Ja. Und das ist halt eben, wo wir auch ein bisschen ansetzen, dass die Mitarbeiter halt eben auch mal sagen müssen, okay, ich habe zwar Recht, weil das Gesetz das meinetwegen so sagt in dem Bereich, wie schaffe ich es jetzt aber, dem das so zu vermitteln, ihn so runterzuholen, dass wir hier irgendwie rausgehen. Mhm. Ja, dass er rausgeht und sagt, okay, und es nicht irgendwie kommt, dass irgendwelche Sachen über den Tisch fliegen oder der ich ihn plötzlich am Kragen habe, mhm. ja, dass er über den Tisch lang will oder sonstiges. Mhm. Und da wollen wir eigentlich über dieses Antikorruptionstraining und im Bereich den anderen natürlich, was denn jetzt so Security-Leute angeht, spielt da natürlich auch rein. Kontrollmaßnahmen, mhm. ja, Teamwork. Wie kann ich denn solche Personen, wenn es einfach in die nächsten Situationen reinkommt, wie kann ich diese Situation kontrollieren und dann über entsprechende Techniken, Abwehrtechniken, Kontrolltechniken. Mhm. Ja, also hängt immer von den jeweiligen Berufsgruppen ab. Mhm. Also ich sag mal, so, es gibt halt gewisse Berufsgruppen, die ja schon von herein gewisses Gefahrenpotenzial mhm. beinhalten, wie eben, ich sag mal, der typische Türsteher, mhm. Security, Polizei, Justiz. Mhm. Aber kann es aus deiner Sicht auch in einem ganz normalen klassischen Büro gefährlich werden? Und wenn ja, wo sind da wirklich Gefahrenquellen? Ja, die Gefahrenquellen, gerade in so einem klassischen Büro, befinden sich meistens schon auf dem Schreibtisch. Okay. Das können einfache Stifte sein, das kann eine Schere sein, irgendwelche Gegenstände, die ich nehmen kann, werfen kann. Mhm. Kann zum Beispiel so ein Locher, was sonst so ja. alles. Und wenn man manchmal auf so einen Schreibtisch guckt, man weiß das vielleicht auch von sich selber zu Hause. Gibt es ganz einfach Sachen da drauf, die sollte man vielleicht schon mal so stellen, ja. dass ich die entweder selber zur Selbstverteidigung einsetzen kann, zum Eigenschutz, mhm. beziehungsweise mein Gegenüber, der aufgebrachte Kunde dann eventuell, die nicht so schnell in die Hände kriegt. Mhm. Ja, und dass du dann, wie gesagt, so ein Stift, so ein Kugelschreiber oder so ein Bleistift kann einfach schon zur Gefahr werden. Ja. Den braucht man nur nehmen, nach vorne, und dann habe ich so ein Ding im Arm hängen, weil ich meine Hände nach oben reiße, habe das Ding in den Händen drin. Ja. Das ist unschön. Unschön, tut weh und kann bis zu Vergiftung halt eben führen. Ne? Ja. Also da muss man manchmal einfach sagen, so, ja, den Schreibtisch vielleicht müssen wir besser aufräumen, eventuell auch den Tisch anders stellen. Ja. Geht manchmal schon so, wie ist so ein Büro überhaupt möbliert? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn es wirklich eskaliert, mhm. das Büro zu verlassen? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich eventuell Hilfe zu holen? Mhm. Wo sitzen die nächsten Kollegen oder habe ich einen internen Sicherheitsdienst? Wie erreiche ich den überhaupt? Mhm. Muss ich jetzt extra das Telefon nehmen, in die Hand nehmen und eine bestimmte Nummer wählen? Oder habe ich irgendwo einfach einen Knopf, da wo ich einen stillen Alarm meinetwegen auslösen kann? Mhm. Wie kriege ich eventuell, wenn jetzt ein Büro nebenan ist, die miteinander über eine Tür verbunden sind, wie kriege ich meinen Mitarbeiter nebenan mhm. schnell hinzugezogen, mhm. ohne dass der sich auch noch eine Farbe gibt? Ja, und das sind dann so manchmal Sachen, wo man dann mal reingucken kann und sagen, wenn man den Tisch vielleicht ein bisschen anders stellt oder andere Sicherheitsmaßnahmen, wie man wegen Stillenalarm oder so eine, es gibt ja mittlerweile kleine Wagentauges und sowas alles, einfach auch mal externe Hilfe kann. Ja, das geht schon genau in diese Richtung, sowohl physische als auch psychische Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Und man wird halt einfach nach einer gewissen Zeit betriebsblind. Ja, wenn der Schreibtisch ja. seit 20 Jahren so dasteht und einem dieses Gefahrenpotenzial nie wirklich bewusst war, bis es dann einmal, es reicht ja dann, mhm. wenn einmal es blöd läuft, dass man dann eben ja, sagt, hätte man. Die meisten sind erstaunt nachher, wenn man mal sagt, guck mal hier, guck mal da. Jetzt setze ich mich dann einfach mal hin und spiele mit den Aufgebrachten. Mhm. Wie reagieren sie? Ja. Ja, dann ist hinten die Ecke meinetwegen. Ich sag mal so wie hier. Da der Schreibtisch, aber die Tür ist auf der Seite. Mhm. Und bloß so ein schmaler Durchgang zwischen Tür und meinetwegen, weil da noch ein großer Schrank steht. Ja. Ich habe keine Chance mehr. Mhm. Und muss ich dann halt eben zusehen, kann ich eventuell räumliche Wendung, also eine Möblierung vornehmen. Andere Sicherheitsmaßnahmen, wie gesagt, ne, über externe. Oder halt eben, welche Mittel, die jetzt da liegen, kann ich zum Eigenschutz nutzen? Mhm. Ja, auch das im ist Sinne dann der Selbstverteidigung. Genau, im Sinne der Selbstverteidigung dann natürlich. Ne. Mhm. Und das ist ein richtig komplexes Thema dann.
Da haben wir auch schon eine Folge zum Thema Krav Maga gemacht. Da kann ich auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen, es ist sehr effektiv. Gunnar, jetzt erzähl doch mal als Unternehmen, wir sind ja hier beim BGM-Podcast, was genau bietest du an? Was kann ich mir unter deinen Dienstleistungen vorstellen und vor allem für wen ist es geeignet? Ja, also wir bieten natürlich nicht nur dieses Anti-Aggressions- und Deeskalationstraining an für alle möglichen Firmen, die im Bereich Mitkundschaft arbeiten. Mhm. Wir bieten auch an. Macht das auch, wenn ich jetzt ganz normaler Bürobetrieb bin, ohne Kundschaft, macht das trotzdem Sinn? Auch, wir haben auch viele, die einfach sagen, wir wollen was für unsere Mitarbeiter tun. Mhm. Ja, Mensch, weil es ist ja auch die zwischenmenschliche Kommunikation. Genau, wir haben viele Frauen bei uns meinetwegen im Büro sitzen und wir haben über Gespräche schon mal gehört, Mensch, da und da und nun suche ich irgendwie was, aber ich traue mich nicht. Mhm. Bieten wir das dann natürlich den Firmen, die können das intern dann für ihre Mitarbeiter einfach anbieten. Stärkt natürlich auch nochmal zusätzlich ein bisschen das Gefühl unter den Mitarbeitern. Mhm. Ne? Wir arbeiten auch im Bereich alles, was so DRK mit behinderten Menschen, weil da entstehen manchmal auch einfach Situationen, wie können die darauf reagieren. Also wir sind in vielen Bereichen in diesem da zuständig. Mhm. Oder aktiv. Mhm. Ne? Macht ihr Einzeltrainings mit den Leuten, ihr macht Vorträge? Genau. Einzeltraining, wir bieten dann halt eben auch, je nach Größe der Firma, bieten wir halt eben noch, dass wir das gestaffelt machen von den Gruppen her, dass wir dann sagen, es sollte auch nicht das Betriebsthema als solches stören, das heißt die Betriebsabläufe. Also sagen wir so, wir machen für einen gewissen Zeitraum eben 5 Leute. Wenn die dann durch sind, die nächsten 5, dementsprechend wie immer das Interesse der Firma da ist und wie viele Mitarbeiter geschult werden sollen. In Schulen sind wir, wo wir auch mit den Kindern Werteunterricht machen, ja, weil da ein bisschen das Thema Mobbing noch ein bisschen da ist. Oder halt einfach auch Kinder, die eh schon leichte Probleme haben mit sich von zu Hause oder so, wo wir die noch mal ein bisschen einfach aus dem Unterricht, das läuft eigentlich ganz gut, wo die Direktoren, die dann sagen, Schule, die können, macht mal ein bisschen noch in dem Bereich was, Anti-Aggressionstraining. Ja. Alles ein bisschen basierend dann natürlich auf Sport. Mhm. Und das läuft echt gut. Mega. Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was noch wichtig wäre für die Community zum Thema Deeskalation, Anti-Aggression? Hast du so einen letzten Tipp? Wichtig über dem Ganzen ist, man sagt mal so, nicht das Spiel des anderen mitspielen. Sich nicht zum Opfer machen. Richtig. Also wenn ich einfach ein Spiegelbild meines Gegenüber bin und genauso agiere, kann es nur zur Konfrontation kommen. Ja, und da muss man wirklich so lernen, wenn er schon reinkommt, wie ist seine Körpersprache? Wie ist sein Blick? Wenn er sitzt, wie sitzt er? Ja? Wie ist seine Stimmlage? Wenn ich das schon ein bisschen gelernt habe, dann kann ich schon eventuell, weiß ich schon, was auf mich zukommt. vielleicht sollten manche auch einfach von dem runterkommen und sagen, ich bin sowieso im Recht und mir ist egal, was du da sagst. Ich handle jetzt rein nach Gesetzbuch, fertig. So können sie, also ist ja auch ihre Aufgabe. Aber manchmal dann einfach die Probleme des Gegenübers zu verstehen, wahrzunehmen, kann manchmal schon einfach helfen, um die ganze Sache ein bisschen ruhiger werden lassen. Einfach erstmal abfangen, diese ganze Energie. Ne? Gucken, wo ist überhaupt das Problem? Vielleicht hat er auch irgendwas da drin nicht verstanden. Wenn ich ihm das vernünftig erkläre, kann das doch schon viel helfen. Also ganz, ganz viel Kommunikation, das ist das A und O. Kommunikation ist das Wichtigste. Ja. Ja, also wenn ich ihm nur Paragraphen im Kopf knalle, und das darf nicht, das geht nicht und jenes nicht, ja, was will ich denn bewegen bei ihm da? Das versteht er, weil der die Paragraphen Gesetze nicht kennt, er einfach nur wie so ein Tunnelblick da das Ding da sieht und sagt, nee, ich kriege jetzt aber weniger, will ich nicht, verstehe ich nicht. Und ja, da führt die Kommunikation ganz einfach dran vorbei. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, muss man halt eben versuchen, wirklich mal so sich in das Problem des anderen hineinzuversetzen und sagen, okay, wir wollen versuchen, zusammen eine Lösung zu finden. Ja. Das hilft manchmal schon. Ja, das ist alles die Eskalation. Sehr, sehr cool. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wenn jetzt jemand sagt, finde ich interessant, brauche ich Unterstützung, wie erreicht man dich? Ja, entweder
Über uns? Das wäre dann, wär dann eine E-Mail an die Info, info@outness.de. Genau. Aber ihr habt natürlich auch selber eine Wir haben, entweder dann direkt über meine Homepage, wo da Hausstrahl sind. Mhm. Ja, da kann man mich direkt anschreiben. Wir haben noch neue Homepages in Arbeit, die sich direkt damit befassen. Also, die nennt man immer so diese Landingpages. Mhm. Ja. Wo dann direkt nochmal auf dieses Thema Deeskalations-, Zielvergessungsregeln, ne, wo wir da dann nochmal uns positionieren wollen direkt. Okay. Aber das ist alles erst noch in Arbeit, da ist ganz viel Material drin, Texte und das dauert ein bisschen. Okay, werden wir dann entsprechend auch alles in den entsprechenden Shownotes verlinken, sodass man euch auf jeden Fall finden kann. Perfekt. Also ich fand es wieder sehr, sehr informativ, wieder viele neue Anregungspunkte, auch nochmal neue Gedankenwege. Sehr, sehr informativ. Wenn ihr das genauso interessant fandet, dann freuen wir uns selbstverständlich über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Gerne kann man euch auch auf Facebook folgen, auf Instagram habe ich schon gehört. Und ja, dann lasst einfach da so ein Abo da und das würde uns natürlich gegebenenfalls helfen. In diesem Sinne, Gunnar, ich bedanke mich bei dir und sag einfach mal, bleib gesund und spruchfrei. Genau, alles klar, Dankeschön, dass du da warst. Danke.